Eure Schere schneidet nicht mehr so richtig? Dann jetzt aufgepasst. Scheren werden halt nun mal mit der Zeit stumpf, wenn man sie oft braucht. Wegwerfen muss man sie aber deswegen nicht, denn wie Messer kann man sie wieder schärfen. Falls man jetzt aber keinen Schleifstein zur Hand hat und es sich auch nicht lohnt, sie zum Messerschleifer zu geben, haben wir folgende zwei Tricks für euch. Nehmt entweder ein Stück Alufolie oder Schleifpapier. Die Alufolie faltet ihr ein paar Mal zusammen und schneidet dann mit der Schere ca. 10 Mal durch. Die Alufolie wirkt nämlich ähnlich wie ein Schleifstein. Durch das viele Durchschneiden wird unsere Schere wieder geschärft. Alternativ könnt ihr auch ein Schleifpapier verwenden. Achtet aber darauf, dass es nicht zu grob ist. 180er oder feiner ist gut. Auch hier einige Male durchschneiden und da die Körnung ja nur auf einer Seite ist, die Schere zwischendurch wenden. Wenn ihr nicht sicher seid, ob es schon genug ist, dann einfach mal durch ein normales Stück Papier schneiden. Und wenn ihr mit dem Ergebnis zufrieden seid, mit dem Schleifen aufhören. Wie bei den Messern würden wir euch das nicht empfehlen bei super teuren Scheren, aber bei Bastelscheren lohnt sich das allemal, denn der Gang zum Messerschleifer wäre viel zu teuer und so könnt ihr die Lebensdauer der Schere doch noch etwas verlängern. Gebt uns einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat und abonniert unseren Kanal für weitere Lifehacks. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!